Was? LB plus A? Karen, everything all right? Yeah, don't worry about me. I found the best hiding spot. The view is kind of great. Cool. Be careful, though. You never know. Thanks, Sean. I will. Oh. Come on. Hello, young Hackerman. What are you doing here? Oh, hi. We're just... You know you're not supposed to wander around the church once the service is over, right? Right, I'm sorry, but we were just, I'm sorry. This is my first time at your church, so he was just showing me around. It's always a pleasure to welcome new members. How come I didn't see you at the service, though? I know. We were late, so we just, watched from upstairs. Come on, you don't have to lie. Everybody knows you hate attending services. Listen, don't hang around here for too long, okay? I'll talk with your father later. Sure. See you. Okay, gut. Ja. Das wird nicht gut ausgehen, das Ganze hier. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, Katze. Die Katze ist gerade hier, die berührt gerade mein Mikrofon. Nein! Leg dich hier, warte mal, leg dich hier hin. Brav. Braves Kätzchen, so. What's up with her? She doesn't seem to like you very much. That's because I left the church. She's not the only one that's pissed at me. Sorry to hear that. Mich wundert's, dass die das hier überhaupt zulassen, dass jemand sagt, oh ja, ich verlasse die Kirche. That's where I live. Hier. That big house over there. Welchem? You live in a castle, dude. No. There's actually four families in it. What? Seriously? Yeah. It was the easiest thing to do when we built this place. Hä? Man, that sucks. In welchem? Oh, you get used to it. In diesem da? Ich schätze mal in dem da. Jetzt dürfen. Ach. Can't believe Daniel really lives in this depressing house. Okay. I hope they're not onto us. Let's haul ass. Where are the files? Right there, in her office. Ugh, of course it's locked. Her open door speech is just another lie. We gotta find a way in. Fuck. Think there's a key somewhere? Maybe she's too cautious not to have a spare set around. Hmm. Whoa. Are you okay, Jake? Damn. This is so artless. Are you okay, Jake? Yeah. Yeah, no. It's just so full of memories and stuff. Ja, man hat auch ich muss zugeben, ich habe den zuerst nicht wiedererkannt. Ich dachte, hä? Wer ist denn das jetzt? Weil er ja keinen Bart mehr hat. Hm. Lisbeth sure likes to be on pictures. Mhm, ja, ja. Evenings in here must be so much fun. Confide and convince? 15 steps to a good speech. Ja, ja. Yeah. Nice read for a saleswoman. Ja, das ist natürlich perfekt hier. Also. Man sollte meinen, sie sollte eigentlich wissen, was sie tut, aber anscheinend. The moat and the bean. Hauspraxis, neuer Morgen. Dr. John Roberts, Suite 254, Blue Jay Lane, Sparks, Nevada. Patientenname Elizabeth Fischer, Verschreibung Antibiotika für Hefepilzinfektion, 250 Milligramm zweimal täglich. Adwohl für Stress, Dysophorie,
Dysphorie. 0,5 Gramm einmal täglich, wie benötigt, nachfüllen erlaubt. Unterschrift des Arztes Dr. John Robert. Okay. Mhm, aha. Cornflakes. Coaxing Lesson 1. Get Daniel his favorite cereal. Ah ja, stimmt, ja, stimmt. Wow. This place is worse than Army Camp. Reinheit folgt gleich auf Frömmigkeit. Daniels Haushaltspflichten. Jeden Morgen das Bett machen, Geschirr nach jedem Mal spülen, jede Woche den Flur und das Zimmer saugen, montags den Müll rausbringen, alle zwei Tage Haare waschen, mit der Sonntagswäsche helfen, jeden Tag tankbar sein. Alle zwei Tage Haare waschen? Bitte was? Ich wasche mir jeden Tag die Haare. Das ist jetzt, also, das ist jetzt nicht so. Ansehen. Must be a way to break it. Ja, wenn wir Daniel da hätten, dann würde er wieder die ganze Zeit rumflennen, dass er die Tür aufbrechen darf. Warte mal, was ist denn hier? Feuerlöscher. Might be enough to open that door. Ach so, jetzt können wir wieder alles verwenden, ne? Daniel's haircut makes much more sense now. This is a lot of pills. Especially for someone who doesn't believe in science. Ja, es geht ja natürlich nur um sich selbst. Ist ja logisch, ne? Also alle anderen sind dann halt. Es ist halt eine reine Geldmacherin und das war's halt, ne? Das ist typisch. I swear. Even her bed looks stern. Sean. Everything all right in there? Yes. We're trying to get into her office. She's locked it up, so it has to be there. Fine. I'll let you know if I see anything unusual. Got it. Nice prison view, dude. Nothing interesting. Ja, man hat's gesehen und oh ja und naja. Does she even believe in any of this? Religiöse Ikone. Da haben wir gerade geguckt, Schlauberger. Nothing here. Orgel? Did she teach Daniel how to play this? Ich bezweifle es. Is this Daniel's room? Yeah. Man. It's depressing. Well, Lisbeth doesn't believe in material possessions, so. Doesn't mean you need to decorate your house like a prison. Naja, gut, aber für alles, was Daniel in letzter Zeit hatte, ist das wahrscheinlich nicht das Schönste, was er gerade hatte. I'm not surprised he kept that ugly thing. He was so glad when he found it. This is still better than that ugly white shirt she's making him wear. At least he had a memory from home. Das nehmen wir wieder mit. Und dann gucke ich hier mal wieder ins... Ups, ne, hier. Da muss hier was Neues sein. Karl will reden. Es ist schwer, aber ich versuche ihr zuzuhören. Bin nicht sicher, ob ich je verstehen werde, was sie durchgemacht hat oder wonach sie sucht, aber ich kann es suchen. Holy Bibel. Ja, das hier wird wahrscheinlich jetzt sowieso das Ende gleich sein. Okay, gut. Dann Aufgabe. Hier. Was haben wir denn hier? Alles so verzwickt und verzweigt. This is quite the change from power bearing friends. Ja, dezent.
Finns Armband. Ja, das sieht sich an. No matter what happened, I guess Finn was a real friend to Daniel. Das hier ist doch der Ort. Ich sehe es doch wieder. Zeichnung. They're so cute. Ja, das ist gezeichnet. Nehm hier. Dann haben wir es. So. Ja, das ist das letzte Souvenir. Ups. So, ups, nee, hier. Das wird bedeuten. In dieser Episode haben wir wenigstens mal wieder ein paar. Da hatten wir überhaupt nur zwei. Na, hier hatten wir auch. Haben uns auch nur zwei gefehlt. Und hier hatten wir auch nur zwei. Vielleicht mache ich die mal nachträglich in einen Livestream oder so. Und probiere die zu sammeln. Weiß ich nicht. The Book of Daniel. So much for Hot Dog, man. Das Buch des Propheten Daniel, Kapitel 7. Ich, Daniel, war entsetzt und dies Gesicht erschreckte mich. Und ich ging zu einem von denen, die da standen, und bat ihn, dass er mich über alles Genaueres berichtete, und er redete mit mir und sagte mir, was es bedeutete. Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden, aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Na gut. If you say it like that. Papiere. What is this? Daniel Fisher? Oh no. No, that's total bullshit. And creepy. Nevada Eisenbahnmuseum, eine Reise in die Vergangenheit. Freitag, 28. April 2017. Hey, ein Tag vor mein Geburtstag, ja. Ein Erwachsener, Name Elizabeth Fisher, Nevada Eisenbahnmuseum, eine Reise in der Vergangenheit. Name Daniel Fisher. Oh nein. Brief. Was steht hier? Shit. People are really all over his power. So much for secrecy. Liebster Daniel, ich weiß, dass du dies vielleicht nie liest, aber ich musste dir schreiben, nachdem ich letzte Woche deinen Heiligen Geist miterleben durfte. Ich bin eine Sünderin, ich bin seit Jahren nicht in die Kirche gegangen, doch ich hörte von meinen Nachbarn eine Geschichte über Elizabeth Fish und deine Wunder. Ich konnte fühlen, wie der Herr mir zuflüsterte, und so fuhr ich den ganzen Weg von Truckin nach Heaven Point. Als ich dein Engelsgesicht sah, wusste ich, dass mein Glaube zurück war. Du hast uns gezeigt, dass Gott lebt und durch Daniel wirkt. Du hast das Kreuz erhoben, genau wie er Jesus erhob. Ich habe meinen Glauben wiedergefunden und bin stärker denn je. Du wurdest gesandt, um zu beweisen, dass Gottes Liebe echt ist. Ich spare Geld, um dich erneut zu sehen, und bete, dass wir dass ich für immer dienen kann. Deine Dienerin Lori Conway. PS, falls du reden möchtest, hier ist meine Nummer. Ganz ehrlich, mich erinnert das Ganze irgendwie total an Far Cry 5. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist irgendwie so. Happy Birthday, Daniel. Ja, das ist ein tolles Spielzeug, so. He looks happy. Fuck. I can't believe I missed it. So glücklich sieht er jetzt nicht aus. Is she forcing him to do this? Why is he accepting all that? Welche ich lieb habe, die weiß ich zurecht, und züchtige ich, so sei nun eifrig und tu Buße offenbar. Hä? So steht doch wohl mehr. Er ist nur so groß geschrieben, glaube ich. Tür. Ach so, immer wieder geschrieben. Locked, of course. Okay, gut. Wir müssen es also damit aufbrechen, oder wie? Ach so, hier haben wir noch gar nicht geguckt. Hier ist noch alles da. Zeichnung. She sure likes to gaze at her own success. Frühe Pastorin der Kirche des Auferstehens gründet Heaven Point. Heaven Point Kirche findet vermehrt Zuspruch. Okay, ja, hier ist eine Schublade. Was ist hier? Don't see anything of interest. Zigaretten. Rauchen. Ist Rauchen nicht sogar unter Anführungszeichen im Christentum eine Sünde? Ich meine, es ist ja irgendwie alles. Okay. I found a key. Good. Let's try it. Ja, das ist definitiv besser als aufbrechen. Wow.
They kicked her out of church? Now they're thirsty. Von Michael Blum, seine sehr geehrte Pastorin Fischer. Michael Blum hier, ich weiß, es ist lange her, seit wir uns unterhalten haben und dass unser letztes Gespräch nicht unbeschwert war. Trotz unserer Differenzen wussten wir alle, dass sie eine ernstzunehmende Gläubige sind. Niemand war überrascht, dass ihre Worte und Taten so viele Leute berührten. Ich hoffe, dass sie mir glauben, wenn ich sage, dass wir alle stolz auf sie sind. Doch es tut uns leid, wir schämen uns, dass wir sie gebeten haben, die Kirche zu verlassen, ohne die Macht ihres Glaubens zu verstehen. Wie wir uns in Erinnerung rufen müssen, können Fehler Lektion sein. Selbst stolze Diakone sollten durch die Weisheit des Herrn Demut erfahren. Wir hoffen, dass sie uns vergeben können und wir würden uns geehrt fühlen, wenn sie uns einen Besuch abstatten würden, wann immer es ihnen passt. Gott segne sie, Michael. Oder Michael wahrscheinlich eher hier. Amerika. Oh, shit. Looks like the Reverend Mother got this letter before Jake. Jakob, danke, dass Sie mir von Daniel erzählt haben. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Heaven Point. Was? Jakob? Danke, dass Sie mir von Daniel erzählt haben. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Heaven Point. Bitte sag Daniel, ohne dass du ihm oder die Schwierigkeiten anhandelst, dass seine Familie ihn nicht vergessen hat. Ich weiß nicht, wo Sean ist, aber ich hoffe, auch ihn zu finden. Ich hoffe, das Beste für dich und falls du irgendetwas brauchst, zögere nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich bin hier. Pass auf dich auf, Karen. Ah, hier hat jemand einen Brief geklaut. Ah, okay, verstehe. Aber wir könnten jetzt auch mal Karen anrufen. Hey. I found your letter for Jacob. Too bad Lisbeth found it first. She took it from the mail? Damn that woman. Yeah. She checks everything that comes and goes into the community. Okay, gut. Hier Schlüssel. Shit. Maybe it opens the other door. Ich hoffe dann, dass in der anderen Tür was ist, dass wir in diese Tür kommen. Oh, bitte. Ich möchte jetzt die Tür da nicht versäumen, nicht, dass ich da dann einen Raum verpasse. Nein. Mit Feuerlöscher aufbringen. Nee. Hier rum. Yes. That's the one. Perfect. Whoa. Is this her personal archive or something? Yeah. She keeps track of everything in here. Stuff about my sister must be in this one. Okay, I've got something. Must be what you're looking for. Damn. She has pneumonia? And for what I get, Lisbeth knows damn well she needs medical treatment. That's criminal. She's insane. Look, she has a file on you too. You can take a peek and see how she really treats her flock. Man, what's all this? Were you like sick? Conversion therapy? Did they wanted to cure you from being pretty much. I always showed more interest in boys than girls. They thought I was a freak. A sinner. Didn't you tell your parents? You kidding? They wanted her to do that. Mom and Dad thought I had a demon inside. So did I. I really did believe I was a sinner, so I thought I had to atone for my sins. Ich hasse sowas immer wieder. Atone? For what sins? I don't get how they can preach this kind of crap. I mean, you met Finn and everyone. Are they sinners then? Of course not. I just didn't know different, Sean. I believed them. Damn, Jake. After a few years, I was in a really bad place. I tried to hurt myself.
Elizabeth was very upset. We had a long chat. She told me I should leave. Go see the world and figure things out. I don't really get her, Sean. But Elizabeth does believe in all of this stuff. I had no clue about your life here. I'm sorry, Jake. I'm sorry I brought Daniel here. I was just so blown away when I saw what he could do. It was like a real miracle. I thought I'd found my faith again. Instead, I just hurt him. Then let's make things right. We just have to get Daniel out of here. I hope so. And I'll get my sister to a hospital. Have her treated. I hope they'll help her. Eine bessere Versorgung als hier ist es auf jeden Fall. Ja. Ach so, nein, behalt mein Geld. Nein! Right. I just hope they can still cure her. Sean, are you there? What's up? You got company. That thug who works with Elizabeth, a woman just spoke with him. Now he's coming your way. This guy is dangerous, Sean. Trust me. Plan to get him out of your way. He'll give you more time. Just give me the word. Okay, nein, also wenn es hier schon steht, nein, das könnte gefährlich werden, dann ah nein. No. It might be too dangerous. We'll figure it out. Okay. But be extra careful, please. Sean, we gotta hide. Now. Hier drin. Hurry up. Schießen. Schreibtisch verstecken. Was? Nein, nicht im Schreibtisch. Come on, Sean, we need to hide. Man, if he finds us here, we're screwed. Ja, komm mit rein. Oh nein. Hey, I know you're somewhere in here. And if I find you... Ja, war ja klar. What are you doing here, punk? Huh? Stop! Let him go, Nicholas! You're trespassing too, you little fag. You were always trouble. I'll deal with you later. Now come with me, shithead.
I don't know what this was for, and I don't want to fight anymore, and I don't want to go down this road, and I don't want to die alone in sullen swell, in the things I can't unsee, wash it away, and I've been through hell, and still it clings to me, and I don't know what this was for, and I don't want to fight anymore, and I don't want to go down this road, and I don't want to die alone. Is it really done? Still can feel regret.